Freunde, Achtung, der Tafelklopfer. Freunde der schweißtechnischen Unterhaltung. Richtig nice Folge, weiß ich, weil ich weiß schon, was kommt. Ja, ich weiß, was kommt. Hier, Spotweld, 200er Puls D, altes Moped, ja, geiles Moped. Ist so, ja, werden wir gleich sehen. Richtig schöne Ergebnisse. Also es geht um Punktschweißen. Es geht um die Punktschweißfunktion der ACDC WIC 200 Puls D. Die gucken wir uns mal ein bisschen an. Richtig schöne Geschichte. Ich will am liebsten direkt reinspringen. Wir haben schon ein paar kleine Tests gefahren. Das seht ihr hier an diesem Kollegen. Ja, alles klitzekleine Pünktchen. Funktioniert richtig gut. Funktioniert richtig gut. Wir werden uns ein paar Kleinigkeiten vornehmen. Wir machen ein Rohr stumpf auf dem Blech, kleine Kehlnaht drum, dann werden wir eine Mutter, ja, Blech, Mutter drauf, Kreischen drum drehen. Eine Stumpfnaht, einmal anschauen, wie kriege ich zwei Bleche zusammen, macht das Sinn, geht das, wie ist die Farbe und so weiter, wie ist die Breite der Naht, gucken wir uns alles an. Also, wir springen rein in die Folge. Diese Funktion erläutere ich euch noch ein bisschen. Ich bin Ricardo Matera, das hier ist die Stahlwerkstatt. Viel Spaß in der Mittwochsfolge. Freunde, was wir jetzt als allererstes machen, bevor wir mit dem Spotten anfangen, wir werden uns mal eine Tabelle erstellen, wo wir ein paar Werte, was Stromstärke anbelangt und was die Zeiten anbelangt. Wir müssen ja diesen kleinen Spot einmal mit einer Zeit versehen, damit wir diesen Impuls, es ist ein kleiner Impuls von 01, 02, 03, den müssen wir einmal bewerten. Dafür bauen wir uns eine Tabelle, damit wir optisch einmal sehen, was wir überhaupt da machen. Gar nicht mal so wenig Arbeit. Bisschen fleißig gewesen, ja, Tabelle erstellt, schön übersichtlich in Etappen. Ja, also wir sind hingegangen und haben in 30 Ampere Schritten, da passt überall noch was zwischen, aber wir wollten grobe Schritte gehen, um dann zu gucken, wir wollen ja auch so ein bisschen Veränderung sehen. Mir nützt nichts, 10, 15, 20, 25 ist ein bisschen zu viel, also haben wir gemacht 30, 60, 90 und so weiter. Dann haben wir zwei verschiedene Sachen gemacht. Wir haben die Düse tatsächlich einmal aufgesetzt. Da sehen wir auch, dass wir hier besseren Gasschutz haben. Ja, wenn wir die Düse, die Glaslinse top aufs Blech drauf, so wie sie da liegt, die Elektrode einen Tacken zurückgestellt und zünden, haben wir halt wie so eine Formierkammer. Ja, wir haben einen schönen Bereich, der frei von Umgebungsluft, Sauerstoff etc. pp. Dann haben wir auf der rechten Seite die Glaslinse einmal so leicht angekippt. 45 Grad, ob das jetzt 30, 40, ihr wisst, was ich meine. Düse offen und dann halt, naja, zum Ende hin ein paar Farben reinbekommen. Hier unten steht, womit wir geschweißt haben, mit der Maschine, mit 4,6er Argon, mit 10 Liter die Minute, eingestellt auf dem Manometer. Und einer Vorlaufzeit von 0,5 und einer Nachlaufzeit von 0,2. Genau so wurde dieses Blech erstellt. Ja? Unsere Tests werden wir ein bisschen anpassen. Ja? Bisschen mehr Strom, bisschen weniger, bisschen mehr Vorlauf, bisschen mehr Nachlauf. Da muss man ein bisschen spielen. So viel zur Tabelle. So sieht es aus, die gute Tabelle. Sind ein paar schicke Richtwerte. Schaut es euch an, probiert selbst ein bisschen. Ja? Diejenigen, die stolze Besitzer einer 200er Puls D sind, passt. Freunde, jetzt haben wir uns dieses hübsche Tabellchen gebaut. Das heißt, wir wollen da einmal drauf gucken, um den nächsten Test durchzuführen. Und zwar haben wir 2 mm 4301 Chrom-Nickelblech. Freunde, Glaslinse ist drauf. Ja? Jetzt wollen wir Folgendes machen. Wir wollen die komplett aufsetzen. Ja, das heißt also wirklich den hier machen. Ja,
Ist eine ganz saubere Positionierung und gewährleistet immer Top 90 Grad auf diesem Blech. Rein mit der Elektrode und dann entgegen der Regel, ja, schieben wir die Elektrode so 1-2 mm ins Glas. Warum? Wir wollen nicht, dass die Wolfram-Elektrode, nicht Nadel sagen, ich höre immer Nadel. Was ist los mit der Nadel? Nadel am Bahnhof, ne? Also, die Wolfram-Elektrode einen Tacken zurück, damit wir nicht das Material berühren. Wir haben jetzt die Möglichkeit, sauber über unsere, es ist eine I-Naht, es ist ein Stumpfstoß, ein in I, ja, Schweißnahtvorbereitung I. I wie ekelig. Jetzt werden wir heftbereit, ne? Einmal gucken. Ja, sind so 2 mm. Man könnte sich was unterlegen. Ne? Ein klitzekleines Blech draufschieben, wenn man exakte 2 mm haben wollte. Ist also vorbereitet. Wir können jetzt spotten. Jetzt haben wir hier so ganz viele verschieden große Punkte. Tabelle brauche ich nicht erklären. Ne? Sekunden 01, 02, 03, 04. Amperestärke einstellen. Und Ergebnis anschauen, das kommt dabei raus, wenn wir die 90 Grad aufsetzen. Freunde, Moped an, Spot-Funktion ist eingeschaltet. 165 Ampere auf 0,3 Sekunden. Achtung, Gas, Vorlauf eine und Gas, Nachlauf ebenso eine Sekunde. Ja, das bedeutet, wenn wir jetzt die Glaslinse haben, haben wir eine kleine Formierkammer. Ja, wir sind quasi komplett in der Atmosphäre. Warum eine Sekunde? Reicht mir aus und wir wollen ja auch ein bisschen vorankommen. Ja? Wir geben tatsächlich so wenig Wärme für 0,3 Sekunden im Augenblick eingestellt, ist mir ein bisschen zu viel. Wir variieren das mal. Mitte der Naht wechseln wir mal auf 0,2 und gehen dann mal auf 0,1. 165 Ampere lassen wir, das heißt, wir geben einen derben Stoß. Ja? Einen derben Stoß. Gucken uns an, wie der aussieht. Wir gucken jetzt mal diese 165 Ampere mit 0,3 Sekunden, was die machen und wie der Spot aussieht. Das machen wir auf einem Testblech. Geht direkt los. Achtung. Das war das Ganze. Ja, schon erledigt. Absolut lautlos. Ein kleines Pünktchen. Das wiederholen wir jetzt mal. Gucken uns an, was die Maschine so macht. Machen wir mal ein paar nebeneinander. Wir versuchen immer auf die Außenkante der Münze quasi zu gehen und das dann mehrfach zu wiederholen. Achtung, geht los. Getestet haben wir jetzt einmal. Jetzt, damit ihr auch mal ein Verständnis dafür bekommt, wie groß oder nicht groß das ist. Das ist ein 1,6er, jetzt ein Aluminiumdraht, 2,4er Aludraht. Das heißt, wir sind so rund 5 mm breit. Ja, wenn wir das mit unserer Tabelle vergleichen, ist das sehr, 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 sehr ähnlich. Ja, werden wir bei Anpassen der Werte uns auf jeden Fall noch mal angucken. So haben wir schon mal ein Größenverhältnis gesehen. Gut, gehen wir auf unser Blech. Sind zusammengelaufen. Das ist gut. Ja. Jetzt geben wir dem Ganzen mal weniger Abstand. Das heißt, die Wolfram-Elektrode, die ist schon hart weit unten. Kommt jetzt noch ein klein wenig mehr raus. Freunde, 0,3 Sekunden. Eine Sekunde Vorlauf, eine Sekunde Nachlauf und Elektrodenabstand zum Werkstück ungefähr 2 mm. Den habe ich jetzt ein bisschen verkürzt auf so fast 1, ja, könnte man jetzt sauber ausmessen. Ich habe es einfach noch einen Tacken rausgezogen. Jetzt gehen wir hin, lassen die Stromstärke bei 165 Ampere, gehen aber mit der Zeit auf 0,2. Ja, wir gehen einen Tacken runter. 165 Ampere, 0,2 Sekunden.
Schon anderes Nahtbild. Also da sieht man mal, wie viel Temperatur hier zwischen 0,3 Sekunden und 0,2 Sekunden. Jetzt gehen wir noch mal runter. Noch mal einen kleinen Tacken runter. 165 und 0,1. Das ist schon zart, ne? Das ist schon sehr, sehr zart. Wird immer kleiner. Ne? Wird immer kleiner. Man könnte jetzt noch so ein bisschen spielen. Wir können gerne mal 180 Ampere. Eine Sekunde vor, eine Sekunde nach. 0,1 Sekunden Impuls. Also trotz des unfassbar kurzen Impulses von nur 0,1, auch das Blech wird warm. Ja? Ich würde sagen, wir ziehen mal durch bis hinten. Gucken uns die drei Dinger dann nochmal an. Won't you come and see what it's like? Living by the rules that you write. You ain't not those lavish delights. Now you had no back in sight. All the little lies you recite. Just makes all the savage unite. Usually I'm very polite. But I'ma get savage tonight. Even when it's all being nice. Every single dog gonna bite. You might think I'm wrong, but I'm right. Richtig nice. Ganz nice Geschichte. Jetzt kann man sich, also ihr seht, man kann das einstellen. Ja? Ihr stellt euch also Stromstärke und Zeit ein. Die Zeit spielt aktiv eine ganz große Rolle. Ja? Wir haben eben einmal die Nahtbreite uns angeschaut mit dem 1,6er und 2,4er Draht. Dass diese Naht 180 Ampere, 0,1 Sekunde, die verschwindet schon fast hinter dem 2,4er. Die ist also gut 2,5, vielleicht an einigen Stellen 3 mm breit, also ein sehr feines Kerlchen. Tatsächlich gefällt mir am besten von der Farbe hier 160,02. Ne? 160,02, das ist die 0,3. Die bringt schon ein bisschen mehr Temperatur rein, 0,3 Sekunden, dann haben wir schon diesen Regenbogen. Ja? 2 mm Blech ist jetzt auch nicht gerade bekannt dafür, dass es die Wärme so super ableitet. Wenn wir da ein bisschen mehr mit Anlauffarben spielen wollen, gehen wir ein bisschen dicker, so auf 10. Ne? Favorit für mich, 165 Ampere, 0,2 Sekunden. Glaslinse gesehen, ja, kann man schön reingucken. Ganze machen wir jetzt mal mit einer normalen Keramik, ja? Mit einer Gaslinse. 7er sieht im Set so aus. Ja, ist für 1,6 und 2,4 alles dabei. Von 4 bis 8 sind die Düsen. Wir bauen kurz um auf 2,4. Jemand, der noch feiner gehen möchte, noch feiner, geht runter auf 1,6. Ja, in beiden Sets übrigens enthalten. Ja, auch in der Glaslinse ist den Isolator, der auf das Schlauchpaket WP26 gehört, montieren. Ja? Dann den zweiten Kollegen werfen wir über das Spannhülsengehäuse bzw. das Mischsieb, schrauben dieses ein. Ihr wisst wie, wenn wir angekommen sind, sind wir angekommen. Ja? Fertig. Keramik drauf, auch hier nicht zu doll. Diese Richtung, nicht den Fehler machen, die erhabene Seite da einzustecken. Immer die mit den Spannnuten vorne, ja? Rein damit, Elektrode durch, Spannkappe drauf, einmal kurz überprüfen, zweifache Elektrodendurchmesser, darf die rausgucken, bumm, erledigt. Nächstes Blech jetzt einmal mit der Keramik. I ain't trying to bring you down, but for real, you might as well give up now. Think you got a chance, but I don't see how. Got a real tight grip when I hold that crown. My life been good and bad and all around. The more things I lost, the more I found. One thing I taught myself to do, no matter the problem.
Freunde, einmal hier. Kleine Hutmutter auf ein Testblech, 185 Ampere, 0,2 Sekunden. Gucken wir uns an, wie das funktioniert. Achtung, geht direkt los. Won't you come and see what it's like? Living by the rules that you write. You ain't not those lavish delights. Kann es überhaupt etwas Schöneres geben? Das ist so die Frage. 185 Ampere, 0,2 Sekunden, Hutmutter. Wunderbar. Das ist schon schick. Spotten, ja? Macht so ein Grinsen aufs Gesicht. Ja, nächstes Stückchen, 42er Rohr auf 2 mm Blech. Beides 43,01. Die Einstellungen nehmen wir von der Hutmutter. 185 Ampere, 0,2 Sekunden, 1,5 Vorlauf, 1,5 Nachlauf. Sekunden, ja, nicht Äpfel und Birnen, Sekunden. Bisschen ausgerichtet, macht der Onkel mal ohne Helm. Come on. Ja, da gibt's nicht so viel zu sagen, oder? Schaut's euch an. Was mit dem Clown? Richtig spaßige Geschichte, ja, Spotfunktion. Was soll ich sagen? Ergebnis spricht für sich, ne? Die Ergebnisse sprechen für sich. Das ist richtig was für Treppenbauer hier, ne? Das ist so richtig was für Treppenbauer. Die ist jetzt noch nicht poliert, da könnte man jetzt noch einmal drüber gehen. Geht auch mit Zusatzwerkstoff. Das heißt, wenn ich jetzt einen 0,5er oder 1 mm Draht hätte, den könnte ich mir in meine Kehle legen, wenn es denn eine Kehlenaht ist. Und dann die Elektrode tatsächlich auf die Spitze des Zusatzwerkstoffes zielen lassen, abfeuern, ein Schuss und du hast das gleiche in 1,41. 1,42 haben wir gerade gemacht, ja, Wickschweißen ohne Zusatz. Nennt sich 142 in unseren schönen breit gefächerten Normen. Ne? Und die 141 ist Wickschweißen mit Zusatzwerkstoff. Ja? Verfahren 141. Heute 142 ohne Zusatz. Spot Welding, mega Ergebnisse. Spot. Spot Weld, was wir gesehen haben: 0,1, 0,2, 0,3 und 0,4 Sekunden. Ja, ist der allerunterste Bereich und der kürzeste Intervall des Punktschweißens. Ja, da sind wir ganz, ganz unten. Wir können aber auch ganz hoch. Maschine macht bis zu 10 Sekunden. 10 Sekunden ist schon eine Schweißung. Ne? 10 Sekunden ist schon ordentlich. Da kannst du ruhig mit Draht, mit eingestellter Stromstärke, da machst du schon, ist auch ein Spot. Ja? Eine Heftstelle darf gut und gerne auch 50 mm haben. Ja, das ist eine Schweißung. Das müssen wir wissen. Wir haben unten angefangen, haben uns diesen ganz kurzen Blitzimpuls uns angeschaut. Richtig nice Geschichte. Warum? Weil der so unfassbar sexy ist. Ja, wo setzt man sowas ein? Ich sag mal, der Treppenbauer zum Beispiel. Ja, der darf so lasermäßige Nähte gerne anwenden. Ja, eine Endkappe drauf, rum, Räubchen drumlegen mit 160 bis 180 und 0,2, 0,3 ganz kleinen Impuls geben und dann halt dieses super schicke goldene Etwas zaubern. Richtig schöne Geschichte. Der Schädel, ja,
der Schädel. Freunde, nice Geschichte, oder? Wie schön ist bitte diese Kehlnaht um das Rohr rum oder die Hutmutter. Absolut geil. Also, was soll ich sagen? Richtig schicke Geschichte. Spotfunktion mit Tabelle, da habt ihr was zum Aufschreiben. Ja, habt ihr schon mal ein paar Richtwerte, wo ihr, naja, wo man sich schon mal dran halten kann. Ja, dann kann man schon mal sehen, was passiert. Ob Gaslinse, ob einfache Düse oder Glaslinse, funktioniert mit allem. Ne? Wir haben das so genutzt, um einfach Optik ein bisschen hinzukriegen, um den Gasschutz ein bisschen zu erhöhen und so weiter und so fort. Und das Keramik kommt dann zum Einsatz, wenn wir in die Kehlnaht gehen. Dann nützt mir die Glaslinse nichts, die ist viel zu groß. Keramikdüse, Kehlnaht, beste. Ja? So. Ich würde so langsam den Moonwalk aus der Tür machen. Ja? Ihr habt gerade den Schädel gesehen. Ja? Das war unser Testschädel. Wir sind gerade so im Deko-Wahnsinn. Ja? Ist noch so ein Nachläufer von Halloween. Ja? Den zeigen wir euch jetzt im Zeitraffer. Da gibt es noch ein paar schicke Bilder. Wir sind raus. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Und wir sehen uns wie immer in der nächsten. Wer hat noch was von dieser Spot-Funktion? Ja? Also diejenigen, die zum Beispiel da diese künstlerische Ader so ein bisschen, wie wir jetzt gerade sehen, quasi unseren Testschädel, ja? Die können damit ein bisschen funky arbeiten. Sogar der Björn hat sich den Brenner genommen, hat ein bisschen gespielt und hat gesagt, wow, das ist geil. Das heißt, ich habe jetzt in 10 Monaten geschafft, den einmal vor dem Brenner zu kriegen. Immerhin, einmal haben wir geschafft. Jetzt, Moment, Achtung, steht definitiv mindestens 5:0 für mich, weil ich war mehr an der Tafel als er am Brenner. Das werden wir ändern, ja, aber ja, da kannst du ruhig lachen. Ist und was wir uns jetzt gerade angucken, das ist unser Testschädel, das ist einfach nur ein bisschen Spaß. Einmal ein Gefühl dafür kriegen, wie funktioniert diese Linse, kann ich gucken, 0,2 Sekunden oder 0,4 oder 30 Ampere oder doch lieber 90. Es ist ein Test, ja, relativ schöner Test, kann ich jedem nur empfehlen. Freunde, wir sehen uns in der nächsten.